Und das Thema wollen wir weiter vertiefen. Bei uns im Studio zu Gast ist jetzt Thorsten Alsleben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Willkommen hier bei uns. Vielen Dank. Und wir wüssten gerne Ihre Meinung zu diesen Vorschlägen des Finanzministers. Ist das ein guter, ein gangbarer Weg? Also man muss unterscheiden zwischen Kürzung von Sozialleistungen, das ist nicht so ohne weiteres möglich, und Kürzung von Sozialausgaben, das ist möglich. Wobei es geht ja jetzt nicht um Kürzung, es geht nur... Wir lassen das Ganze auf dem Niveau für die kommenden drei Monate. Aber auch da, Sie haben ja ein Existenzminimum, das der Staat garantieren muss. Das heißt, wenn das Existenzminimum durch steigende Preise steigt, muss man auch die Sozialleistungen erhöhen. Aber man kann die Sozialausgaben trotzdem deckeln oder sogar kürzen, wenn man es im System verändert. Beispiel, Herr Heil, die SPD haben sich lange dagegen geweigert, die Sanktionen zu verschärfen für Bürgergeldempfänger. Jetzt haben sie es gemacht und erwarten dadurch Einsparungen, weil dann mehr Leute wieder in Arbeit kommen. Und das könnte man natürlich weitertreiben. Asylbewerberleistungen, da sagt man auch die Bezahlkarte, da gibt es die Erwartungen, dass dadurch mehr in Arbeit kommen oder gar nicht mehr ins Land kommen, weil es unattraktiver ist, sodass dadurch die Sozialausgaben gedeckelt oder sogar gesenkt werden können. Bringt das denn genug? Es geht ja wirklich auch um Rüstungsprojekte in Milliardenhöhe für die nächsten 10 Jahre, wenn das 100-Milliarden-Paket schon aufgebraucht ist, und ist das politisch durchsetzbar? Also man sagt, ungefähr 100.000 Bürgergeldempfänger weniger wären 3 Milliarden. So, wir haben mehrere hunderttausend, die arbeitsfähig wären. Wenn man die in Arbeit brächte, dann hätte man schon eine ganze Menge Geld. Es gibt auch an anderer Stelle natürlich noch Möglichkeiten zu sparen. Es müssen auch nicht nur Sozialleistungen sein. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann käme schon ein erheblicher Betrag zusammen. 10 Milliarden, 15 Milliarden, die man aus dem Haushalt so rausholen könnte für andere Projekte wie zum Beispiel Rüstung. Diese Diskussion dürfte noch eine ganze Weile gehen, weil eben alle unterschiedliche Ideen haben, wo man sparen könnte, wo das Geld herkommen könnte. Die eleganteste Lösung, die wäre ja natürlich, dass man einfach wieder mehr Wachstum hat in Deutschland und so eben die Regierung höhere Steuereinnahmen hat. Momentan sieht es aber nicht danach aus. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten von immer mehr Unternehmen gehört, die eben Stellen abbauen, weil es, weil die Nachfrage sinkt, weil die Produktionskosten hoch sind. Wie gravierend ist die Lage tatsächlich momentan? Die Lage ist dramatisch, weil jeden Tag Standortentscheidungen getroffen werden. Vom kleinen Mittelständler bis zum großen Industrieunternehmen. Und wir haben jetzt mal analysiert, in den ersten Wochen nur dieses Jahres haben schon nur über die Medien Unternehmen angekündigt, rund 43.000 Stellen in Deutschland abzubauen. Da sind nicht die ganzen kleinen Mittelständler enthalten, die das nicht über die Medien ankündigen können, sodass wir da doch erwarten, dass sich das dauerhaft jetzt fortsetzen wird. Und das sind Standortentscheidungen für 10 oder 15 Jahre. Selbst wenn wir jetzt sofort alles rumdrehen würden, super Rahmenbedingungen, Deutschland das Investitionsland Nummer 1, die Arbeitsplätze sind jetzt erstmal weg. Das sind die reinen Zahlen. Warum ist das so? Und ist Deutschland damit alleine oder agieren nicht andere Unternehmen in der EU zumindest ähnlich? Also Deutschland ist schon besonders betroffen und ich denke, das hängt vor allem an den politischen Rahmenbedingungen. Und das ist vielfältig. Da sind einmal die hohen Steuer- und Abgabenlasten. Da sind wir international leider führend. Es sind die hohen Energiepreise. Es ist vor allem aber zunehmend Bürokratie. Und die könnte man abbauen, ohne dass es Geld kostet. Das ging ganz einfach. Man muss es nur anpacken und den Mut haben. 58% der Unternehmen sagen, wir investieren wegen der Bürokratie nicht mehr in Deutschland. Und das könnte man sofort ändern. Allerdings erlebt man ja auch, dass Unternehmen das durchaus als Druckmittel nehmen, eben um weitere Subventionen zu bekommen. Wenn ihr jetzt nicht mehr Unterstützung gebt, dann gehen wir eben woanders hin. Das erleben wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Unternehmen, die gerne investieren würden in Deutschland und dann die Möglichkeit nicht haben. Tesla zum Beispiel möchte gerne sein Werk erweitern in Grünheide. Das haben die Bürger jetzt abgelehnt. Also das Problem ist doch nicht nur die Politik. Naja, die Bürger haben das ja abgelehnt aufgrund einer Regulierung, die es gibt, dass sie es ablehnen können. Ja, in anderen Ländern würde dann einfach investiert. Da wäre die Landesregierung froh und würde sagen, wunderbar, wir machen euch den roten Teppich, rollen den aus und ihr könnt investieren. In Deutschland ist eben aufgrund von Einspruchsmöglichkeiten ist vielfach schwierig zu investieren. Und das ist dann eben Bürokratie, die Investitionen verhindert. Sagt Thorsten Alsleben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit aktuellen Zahlen, auch bedenklichen Zahlen. Danke für den Besuch hier im Studio. Danke Ihnen.